Hallo, willkommen bei der Akte Buried. Tatbestand: Ein junger Lastwagenfahrer wird im Irak entführt und wacht in einem Sarg wieder auf. Was er hat, ist ein Feuerzeug, ein Telefon, das war's. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Handlung, also Beweisaufnahme. Ja, die Handlung reduziert auf einen wirklich kleinen Ort, also auf einen wirklich einen beschränkten Ort, sprich den Sarg. Buried spielt ja komplett nur in diesem einen Sarg ab. Also es gibt keine Außenhandlung, was ja wirklich das Spezielle an dem Film ist. Also er fängt im Sarg an und er endet im Sarg sozusagen. Ja. Da kann man sagen, gab es sowas schon mal so auf einem so kleinen Raum? Nein, also es gab Filme. In einzelnen Räumen, ja. Ja, in einzelnen Räumen, wo eine Person alleine ist und so, das gab es natürlich schon. Man denkt irgendwie, der alte Mann und das Meer mit Spencer Tracy und so weiter und so fort. Aber in so einem engen, beschränkten Raum gab es das noch nie. Und das ist ja eigentlich der Kniff an dem ganzen Film. Frage ist, ob es funktioniert hat. Ja, es hat auf alle Fälle funktioniert. Weil zum einen ist dem Regisseur, ein spanischer Regisseur, der Name ist mir jetzt gerade entfallen, ist das sein zweiter Film, der erste Film war auch irgendwie eine spanische Komödie oder so etwas. Vorspann stand der Regisseur. Ja, im Vorspann, genau, stand im Vorspann. Nein, auf jeden Fall, dem Regisseur ist es doch erstaunlich gut gelungen, das Gefühl des Begrabenseins, des Eingeschlossenseins in diesem Sarg rüberzubringen. Also dabei hilft natürlich auch die Tatsache, dass nicht eine einzige Außenaufnahme vorkommt. Genau, und vor allem diese wirklich geniale Kameraführung. Also der Film, auch wie die Kamera wirklich im Sarg drin bleibt. Und auch ja gut, sie haben dafür auch irgendwie, weiß ich wie viele verschiedene Särge gebaut. Von allen Seiten mal offen oder lange für diese eine Szene, diese lange, lange Kamerafahrt. Die Szene ist genial. Das ist eine ganz geniale Szene, weil die vermittelt extrem gut, wie er sich fühlt. Ja. Auf alle Fälle, die ganze Kameraführung und wirklich das konsequente im Sarg drinbleiben, vermittelt ein unheimlich gut das Gefühl, ein klaustrophobisches Gefühl, was es wirklich bedeutet, dort innen eingeschlossen zu sein. Also man leidet als Zuschauer sprichwörtlich mit Ryan Reynolds, also mit dem Lastwagenfahrer, der eben gespielt von Ryan Reynolds wird, mit ihm mit. Also was das anbelangt ist, der Film ist unheimlich intensiv, gerade in den Momenten, wo dann zum Beispiel das Licht ausgeht und so. Also der Film ist auch nicht künstlich großartig beleuchtet. Er arbeitet wirklich nur mit dem natürlichen Licht, welches im Sarg vorhanden wäre. Ja. Also wäre die Kamera jetzt wirklich in diesem Sarg drin. Ja. Und das ist dem Regisseur unheimlich gut gelungen. Und dann auch... Wobei es einzelne Momente gibt, wo es gibt, ich glaube drei oder vier Mal gibt es eine kurze Sequenz, wo Ryan Reynolds irgendetwas in dem Sarg macht, aber ich hatte keine Ahnung, was genau. Das konnte man einfach nicht sehen. Ja, das ist vor allem, ich denke, du sprichst vor allem auf die Szene an, wo er sich einmal im Sarg umkehren tut. Also, dass er sich umkehrt, merkt man, aber macht dann irgendwas noch. Ja, das ist ganz übersichtlich, aber das ist auch wieder konsequent. Dass halt da teilweise auch die Übersicht ein bisschen verloren geht. Das finde ich wiederum sehr konsequent. Ja, wobei er selber weiß ja, was er macht und ich hätte es deswegen auch noch gerne gewusst, weil ja eben schon alles so aufs Minimum reduziert ist. Also mich hat das jetzt nicht wirklich großartig gestört. Das ist mein einziger Kritikpunkt, weil das hat dann wiederum, es hat nicht für Längen gesorgt, aber es hat schon dafür gesorgt, dass man denkt, man hätte schon den einen oder anderen Moment noch ein wenig straffen können. Also die einzige Szene, die für mich ein bisschen aus Straffungsgründen im Film drin ist, ist die Szene mit der Schlange. Als da sozusagen die Schlange in den Sarg reinkommt, die wirkt für mich ein bisschen deplatziert. Die wirkt wirklich so, man muss jetzt auch noch einen Spannungsmoment oder einen zusätzlichen Spannungsmoment einbringen. Aber ansonsten hat mich wiederum weniger gestört. Also. Aber ansonsten ist der Film wirklich exzellent gelungen und auch die Idee mit dem Handy, also er kann ja nur mit dem Handy mit der Außenwelt kommunizieren, die gibt dann dem Ganzen sozusagen noch den letzten Kick, weil durch das bekommt Ryan Reynolds zumindest am Telefon jemanden, mit dem er kommunizieren kann. Ja, wobei das eher ein Psychospiel ist, was dann die genau, weil da ist der Führer, da ist die Firma, mit der er kommuniziert, also die Firma, wo er angestellt ist, plus der eine Typ, der ihn retten möchte. Und das sind dann wieder auch Momente, wie die teilweise so hin und her pendeln zwischen tragisch-komisch, sprich, wenn da die Firma ihn sozusagen aus dem Vertrag erlässt, schockierend, was wiederum dann die Entführer anbelangt, oder schlicht und einfach nur dramatisch, wenn es darum geht, der wohl versucht zu retten. Ja. Ja. Also auch das ist absolut genial gelungen. Wobei man auch sagen muss, dass Buried von der Geschichte her auch in jedem anderen Land der Welt funktionieren würde. Also der Irakkrieg dient wirklich nur als populärer Aufhänger. Also man könnte der Film könnte auch in der Schweiz abspielen, er würde funktionieren, da er wirklich nur in diesem Sarg ist. Ja. Und was gibt es zu sagen? Ja, Ryan Reynolds. Also. Ja, seine Riesenleistung. Also wieder einmal in einem, es ist ein Horror-Thriller für mich. Es ist Horror. Es ist eine Horrorvorstellung, in so einem Sarg aufzuwachen. Also es ist sicher ein Horror,
der pure Horror in solch einer Situation aufzuwachen. Genau, aber der Film ist ein Thriller. Ja, und der Film spielt auch mit der uralten Angst vom lebendig begraben werden. Also die, ist ja, die hat ja schon Edgar Allan Poe in seinen Werken verarbeitet. Und früher gab es ja bei den Särgen die Glocke, dass die Leute dran ziehen konnten, also wenn sie plötzlich aufwachten im Sarg und so, spielt mit einer uralten Angst. Und allein schon diese Angst überträgt sich auf den Schauspieler, Zuschauer, genau. Und das dank des großartigen Schauspiels von Ryan Reynolds. Ja. Denn und eben, ich dachte nur, ich habe jetzt nur Horror gesagt, weil eben das erste Mal, also mir positiv auffiel, das war ein Amityville Horror. Ja. Wo er zum ersten Mal für mich nicht mehr der Spaßvogel war, wie in Van Wilder und im tollen Blade 3, Trinity. Ja, in Blade 3 war er übrigens das Beste im ganzen Spiel. Er war das Beste, weil er hat wenigstens aufgelockert. Ja, aber er war immer so ein bisschen so der Spaßvogel, der Pausenclown und oder der überzeugende, selbst überzeugte und womanizer Pausenclown. Smoking Aces darf man nicht noch vergessen, dort hat er auch sehr überzeugt. Da kann ich nichts zu sagen, aber ich glaub's dir gerne. Aber Buried ist definitiv seine beste schauspielische Leistung bisher. Also was er da bringt, Respekt, also Hut ab oder Brille ab. Ist absolut überragend. Vor allem, er spielt wirklich allein. Also es ist wirklich der Film Er und der Sarg. Der Sarg ist auch sehr überzeugend. Ein bisschen hölzern in seiner Interpretation, aber... Ein bisschen splitterig. Ja, ein bisschen splitterig. Und am Schluss bricht er ein. Nein, Quatsch. Nein, der Film... Und was der Film auch noch ist, das muss man auch sagen, er ist extrem konsequent. Also man weiß zwar von Anfang an, wenn man logisch überlegt... Wenn man nachdenkt, weiß man, auf was das Ende zugeht. Eben, das ist halt zwangsläufig dann, wenn er konsequent ist, ist das Ende zwangsläufig vorhersehbar. Aber es ist schön, dass er so durchzieht. Ja. Dass er nicht noch irgendwie Hollywood dann mit einem rosaroten Glimm im Ende kommt. Also das finde ich sehr gut. Man hätte es zwar in dem Moment der Figur gegönnt. Ja, das so oder so. Aber er ist konsequent und er zieht das auch wirklich, also wie schon gesagt, Buried ist definitiv eine Entdeckung. Und ich würde sagen, ein modernes, kleines Meisterwerk, kann man so sagen. Oder Thriller-Meisterwerk. Dann sagen wir mal Urteil. Was gebe ich dem Film? Ich gebe ihm 4 Handschellen. 4 Handschellen. Ja, ich lande bei 3,5. Aber es ist immer noch gut. Eigentlich sind wir nicht weit auseinander. Es sind gute 3,5 Handschellen von mir. Ein Film, 2 Meinungen. Viel Spaß dabei, wenn ihr euch selbst anseht. Und wer in einem Sarg schläft, gute Nacht.